herzlich willkommen zu einem Zweier-Stream heute. Ich habe somit gesehen, achso, dich müssen wir gleich noch vorstellen, in seinem Lidl-Pulli. Und ich habe gesagt, hey, ich habe auch einen geilen Pulli, lass uns zusammen streamen. Das war eigentlich so der ursprüngliche Aufhänger gewesen. Aber keine Sorge, wir haben auch mehr, zumindest thematische Überschneidungen, als nur die Pullis. Mein Name ist Sumit, ich bin Gründer von Parkett, einer Portfolio-Tracking-Software. Am Anfang hieß sie Trezor One und wir haben dann umfirmiert und gerebrandet zu Parkett. Für die Zuschauer von Überfluss wahrscheinlich am bekanntesten über, das ist die Software, die Thomas und Team üblicherweise verwenden, um Portfolios der User zu zeigen. Das bin ich und ich glaube, das ist so die relevante Thematik. Und ansonsten Bootstrapper, habe nebenher gegründet, neben dem Hauptjob und darüber spreche ich viel auf Twitter und in einem Podcast und so weiter. Also das ist so ein bisschen noch mein Thema, das Gründen und alles drum und dran. Das ist super neu, der Podcast, ne? Der ist sehr neu. Ja, geil. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Ich dachte so, als Parkettgründer hat man genug zu tun. Ja, man hat auf jeden Fall genug zu tun, aber ich habe irgendwie immer was nebenher und der ganze Sinn hinter quasi selbstständig werden oder nicht selbstständig, sondern mein eigenes Unternehmen zu gründen oder Unternehmen, mehrere, war auch, dass ich halt an Sachen arbeiten kann, die ich gut finde oder die mich begeistern. Ich bin da schon ein bisschen, ich nenne es mal breiter gestreut und probiere immer ein bisschen rum. Und der Podcast, ich spreche sowieso den ganzen Tag darüber. Also ich tausche mich viel mit Gründern aus, ich treffe mich mit Gründern, habe einige im Freundeskreis und bin auf Twitter viel unterwegs. Und diese ganze Szene Indie-Hacking, Bootstrapping, da bin ich drin und spreche da viel drüber. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich auch einfach mal aufnehmen manchmal, wenn ich so ein Rant habe und irgendwas erzähle und das als Podcast raushauen und gucken, ob es Leuten hilft. Hauptberuflich was mit IT, kann man das so sagen? Hauptberuf ist jetzt Parkett. Also davor war ich, also was mit IT ist immer gut, was mit Medien. Sowas mit. Also ich habe als Programmierer angefangen und dann bin ich mehr in die Teamleiterrolle, Managementrolle, habe immer noch nebenher programmiert oder weiter programmiert, aber es hat sich dann halt so entwickelt und meine letzte Station war jetzt bei Stripe, da war ich Solutions Architect, das heißt, ich habe eher mit Kunden über deren technische Lösung mit Stripe besprochen auf High-Level-Ebene, Pre-Sales auch, also mit einem Sales-Kollegen noch, als dass ich wirklich was programmiert oder umgesetzt habe, aber der Background ist immer da und als ich Trezor One bzw. Parkett angefangen habe, da habe ich natürlich wieder jeden Tag programmiert, weil ich am Anfang alleine war und jetzt wird es auch immer weniger, weil das Team halt wächst. Wie viele Leute habt ihr, die programmieren aktiv für oder Full-Time-Equivalent? Full-Time-Equivalent ist, weiß ich gerade nicht auswendig, aber wir haben 4,5 Personen, die programmieren, aber ich würde nicht sagen, es ist 4,5 Full-Time-Equivalent. Okay. Vielleicht 3, irgendwas oder so. Okay. Brauchst dich auf die zweite Nachfrage. Relativ klein. Parkett ist super. Wir hängen noch bei der Konkurrenz. Habt ihr Konkurrenz? Das wusste ich gar nicht. Excel. Kenne ich auch nicht, die Konkurrenz. Nee, es gibt viele, viele Tools am Markt und alle bedienen irgendwie andere Präferenzen oder Designs oder Funktionalitäten oder Nischen und so weiter. Es gibt GetQuinn wird hier geschrieben, es gibt Portfolio Performance, es gibt Excel und es gibt auch noch einige andere. Es gibt kleine und Leute, also auch Tools, die schon länger da sind als wir. Das ist alles in Ordnung. Ich glaube, wir waren so eins der ersten wirklich, die online sind. Portfolio Performance ist ja mehr offline. Rentablo gibt es noch, wo ich mir aber unsicher bin, wie, ich habe es selber nicht benutzt, deswegen weiß ich nicht genau, also ich glaube, sie verdienen durch was anderes Geld. Aber ich weiß auch nicht, wie die funktionieren, ja. Ja, aber es gibt schon, es gibt definitiv, mittlerweile gibt es sehr viele Apps. Also nachdem ich Trezor One dann gelauncht habe, jetzt könnte ich, glaube ich, 15 aufzählen Apps, die es gibt, die was Ähnliches machen und in ähnlicher Weise. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum es so viele Konkurrenten von uns gibt, weil die Leute sehen, wie der Umsatz steigt. Habt ihr es noch auf der Webseite? Ich habe gerade keinen. Wir haben es noch auf der Webseite. Der Umsatz ist noch auf der Webseite bei uns. Ah ja, krass. Und bei wie viel seid ihr? Also wir hatten jetzt halt Rekordmonat wegen Black Friday. Da kamen sehr viele Jahresabos rein und dadurch hatten wir jetzt einen fetten Peak. Schon mal zum Beispiel im Mai 2022, ja? Guck mal, die 5 Monate davor. Das ist die Zeit, die richtig hart für einen Gründer ist. Wo es halt irgendwie 4 Monate runterging. Bevor es dann wieder. Solche Monate sind einfach heavy. Und dann hat man wieder so wie jetzt so super gute Monate. Ja. Aber ich erwarte halt auch mal wieder, dass es mal wieder 4 Monate nach und nach stagniert oder runtergeht. Aber krass, ja, vor allem auch krass, dann in dieser Phase weiter transparent zu zeigen, ne? Ja, gut, alles andere ist ja einfach. Nur in den guten Phasen zeigen ist einfach, ja. Crazy. Und seit wann bist du Vollzeit drauf? Also, wann hast du gekündigt? Juni, also da, wo es wieder hochging. Ah, ja, okay.
Und was habt ihr gemacht, das so zu steigern? Marketingaktivität gesteigert oder? Wir haben da einiges gemacht, ja. Wir haben Marketing überhaupt erst angefangen, Leute im Marketing eingestellt, wie die Lisa oder auch Matze. Wir haben SEO angefangen, wir hatten mehr Manpower drauf von der Entwicklung und so weiter. Also da ging es erst richtig los, würde ich mal sagen, im Juni oder im Mai. Und wir haben auch gesagt, also da haben wir halt klare Ziele definiert und was wir machen und sind das alles nochmal ein bisschen Strategischer aktiv, angegangen. strategischer, sehr, sehr gut, danke, ja, strategischer angegangen, ja. Vor allem also dieses Jahr war ja echt nicht gut für alles, was solche Fintechs betrifft. Und die Tatsache, dass wir trotzdem noch gewachsen sind um 100%, da bin ich sehr dankbar oder sehr froh drum. Jemand hat geschrieben, wie kam er auf den Namen Parkett? Ja, wir mussten einen neuen Namen finden und alle normalen Namen sind vergeben. Und Parkett ist so die Anlehnung ans Börsenparkett. Und dann haben wir es falsch geschrieben. Ich habe gesehen, alle Domains sind frei und so weiter. Da habe ich mir gleich alles gesichert, was geht. Das ist so der Grund. Es gab auch wenig Nachteile, gibt sehr viele Vorteile also zum Namen hin. Je nachdem, was die Kriterien sind, warum man einen Markennamen aussucht. Das Einzige, was ist, ist, dass man es ab und zu falsch schreibt mit UE, Parquet, was ich nicht so schlimm finde, weil bei Tresor One war es noch schlimmer. Das haben alle falsch geschrieben. Deswegen ist in Ordnung. Ich habe mich mittlerweile nicht nur an den Namen gewöhnt, ich finde ihn viel besser als Tresor One und bin ganz froh, dass wir es so haben. Die Domain hat aber jemand oder konntest du dir die auch sichern? DE.io konnte ich mir gleich sichern und auch park.et, eine äthiopische Domain Ah, geil. für Shortlinks. Aber die .com-Domain war vergeben. Da habe ich dem geschrieben. Der hat gesagt, er will $30.000 oder $35.000. Da habe ich gesagt, wir sind ein Studentenprojekt. Ich biete dir Geil. $200 an. Also, nee, kann ich nicht machen. Dann habe ich ihm dreimal insgesamt geschrieben und habe gesagt, pass auf, ich bin der Professor, die Studenten haben zusammengelegt und ich habe jetzt nochmal $100 on top, wir geben dir $400. Und dann hast du mich verkauft für $400. Parkett. Nein, echt? Damn. Und wenn er jetzt rausfindet, dass sie irgendwann Unicorn-Status erreicht. Lass es mal sagen. Geil. Lass mal Student kann man noch sagen. verstehen, weil wir sind alle Studenten, Studenten des Lebens, ja. Die Aber Tatsache war ja, ich hatte Prof ist tough. Parkett.de, ich hatte Parkett.io. Auf der Domain war kein Traffic, die kannte niemand. Niemand wird den Markennamen wählen, weil ich habe es in der EU angemeldet, den Markennamen. Parkett.com ist dann nur was wert, weil ich es wertvoll mache. Und für ihn war es einfach nichts wert. Der hat einfach damit versucht, einfach so viel Kohle zu bekommen. Und er hatte die Domain schon 4 Jahre. Da habe ich gesagt, Digga, niemand wird sie kaufen, nachdem ich Parkett.io und so weiter benutzt habe. Habe ich mir gedacht, habe ich ihm natürlich nicht gesagt. Deswegen, ich fühle mich da nicht sonderlich schlecht. Aber generell, das muss ich jetzt einfach mal sagen, Domain Parker heißen ja die Leute, finde ich, sollte illegal sein und die Typen komplett geächtet publicly, weil, also das macht einfach Findest du, ja? jedem Gründer das Leben schwer. Ist es so, ja? Ich hasse das, dass die Leute losgehen, sich die ganzen Markennamen sichern, selber nichts bauen, nichts von Wert schaffen und nur darauf profitieren wollen, dass andere Leute darauf potenziell was bauen. Und also wie Leute, die halt Real Estate blockieren, ohne was draus zu machen, ohne dass da irgendjemand wohnt, ohne dass sie was drauf bauen, nur weil sie wetten, dass jemand anders das braucht. Ich finde, Spekulation. ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Aber vor allem, weil ich der Geschädigte bin und dann irgendein kleines Projekt starten will und dafür einen Haufen Kohle ausgeben muss. Deswegen gibt es solche Namen wie Twitter und Lyft und Parkett und so weiter, weil man nicht mehr an die richtigen Namen kommt. Ah, echt? Okay. Ich hoffe, dieses kurze Video mit den Fragen aus der Community hat dir gefallen. Wenn auch du deine Fragen das nächste Mal im Livestream stellen möchtest, solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du nämlich informiert, wenn wir hier auf Überfluss live sind und dann kannst du deine Frage direkt in den Chat reinposten. Bis zum nächsten Mal.